Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Hey, yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Ja, ich teste jetzt heute mal, ob es denn mit der OG-Season geht, mit dem Aufnehmen. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr laggen wird. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was umgestellt. Eigentlich sollte es nicht mehr so laggy sein wie vorher. Aber schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Ihr wisst Bescheid. Jo. Genau, starten wir durch. Reden wir nicht lange, labern wir nicht lange, schnacken wir nicht lange, wir fangen an. Und ja. Ne? Jo. So ist das halt, ne? Jo. Ja. Ja. Ich würde sagen. Wir sehen uns, wenn ich richtig in der Runde bin. Bis gleich. So, genau. Wir starten durch natürlich. Direkt. Ich würde einfach mal sagen, ich fliege. Ach komm, wir gehen Retail, Bro. Das passt eigentlich. So, nicht wundern wegen den Texturen. Ich habe das jetzt ein bisschen runtergestellt, damit das eben hier nicht so allzu sehr laggt. Aber die Texturen sind eigentlich so, wie es sonst auch habe. Nur mal ein bisschen noch was runtergestellt, was ich eventuell noch mal kurz ein bisschen hochstellen muss. Hier die 3D Textures, die muss ich noch mal ein bisschen, beziehungsweise die 3D Auflösung muss ich noch mal ein bisschen höher stellen. So, jetzt können wir reinstarten. Also ich möchte sagen, ich bin nicht der Beste in diesem Game. Es ist ganz okay, wie ich spiele. Ich spiele übrigens Nullbaum. Ich spiele nicht mit Bauen, da ich vor allen Dingen auch die Tasten gar nicht eingestellt habe. Also ich habe nicht mal Bautasten drin. Denn den Baumodus spiele ich tatsächlich nicht. Aber ja, ich versuche einfach mal mein Bestes, ne? Ich gebe einfach mein Bestes. Hier oben ist direkt einer. Jetzt rennt der Fake. Moin, Meister. Gut, das war's mit ihm. Erst. Ist das Stress oder was? Du bist jetzt ruhig. Jetzt hol ich mir den Typen. Schau an, wie er wegrennt. Hat Dauer. Geht da. Meine Fresse. Also mir ist auch aufgefallen, so in der neuen Season, so die ersten Runden, man hat echt viele Bots auf jeden Fall. Also ich hatte, weiß nicht, vor zwei Tagen, wann habe ich das Karin geschrieben? Ich weiß gar nicht, vor zwei Tagen oder so, hatte ich eine Runde gespielt, wo ich 28 Kills hatte. Wo ich Zweiter geworden bin. Also, daher. Und ja, ich weiß, vielleicht ist es dumm, vielleicht auch nicht. Ich habe mir den Pass gekauft. Ich hole mir eigentlich im Moment gerade eh immer die Pässe, deswegen spare ich auch immer die V-Bucks. Das ist auch ein guter Tipp, wenn ihr euch irgendwie so eine Karte kauft, so eine V-Bucks-Karte, holt euch den Battle Pass und dann spart einfach die V-Bucks aus dem Battle Pass, weil dann könnt ihr euch, wenn ihr den nächsten Pass geil findet, wobei ich würde den halt einfach trotzdem kaufen, eben einfach für die V-Bucks, würde ich halt trotzdem die Pässe alle holen, weil ich hole die halt hauptsächlich wegen den V-Bucks, bin ich ehrlich, ich hole sie eigentlich nur deswegen. Ja, alles andere aus den Pässen ist mir eigentlich egal, Skins und sowas, ja gut, ich gehe mehr so auf diese ganz alten Skins jetzt, halt auf diese wirklich Chapter 1 Skins. Und jetzt gerade spiele ich mit dem Skin aus dem Pass, deswegen den kann man zu einem Full Galaxy Skin machen, hinten noch mit meinem Banner-Symbol drauf.
was mich so ein bisschen an dieses Asphalt Massacre 4 Dingens irgendwie erinnert. Weil wenn ihr euch das mal ganz genau anguckt, das sieht doch schon echt stark nach dem AM4 Logo aus. Aber ich finde das Banner geil. Das ist cool. Ja, hier ist noch eine Truhe drin. Ja, da wollte ich jetzt nicht hoch. Ich wollte da rein. Oh, let's go. Dann nochmal eine bessere Pump und nochmal ein Biggie. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich die Sachen hier kaputt mache, ich habe noch ein... Oh, Junge, ich dachte gerade, das war aber ein Einkaufswagen. Ich dachte gerade, das war ein Gegner. Weil ich mache hier nämlich noch die ganzen Meilensteine. Die mache ich für die für die XP. Also die haben, ich habe nicht wirklich einen Grund, die zu machen. Ich mache die halt hauptsächlich einfach, weil ich die XP haben will für den Pass eben, damit ich den leveln kann. Die müssen noch eine Kiste sein. Ne, aber eine Pump ist hier auf jeden Fall. Get destroyed. Was muss ich denn überhaupt machen? Lege Distanz zurück und überlebe Sturmphasen. Gut, das hier muss ich eigentlich nicht mehr machen, weil den habe ich voll. Also eigentlich ist das hier so das Richtige, was ich machen muss. Aber egal, ich mache es trotzdem einfach für die XP. Für die XP. Für die XP. Also ich get wrecked, my friend. Got clapped by a noob, ne? Also ja, erwartet nichts, erwartet jetzt kein krasses Gameplay von mir. Ich bin nicht der krasseste Spieler. Ich möchte das gleich vorab sagen. Also ich bin echt nicht der Beste in dem Game. Deswegen, ich spiele eigentlich, seitdem es Nullbauen gibt, spiele ich Nullbauen. Sonst habe ich halt immer, ja, halt normal bauen, aber halt ohne Bauen. Weil, wie gesagt, ich habe die Tasten vorher nicht eingestellt gehabt und ich werde sie jetzt auch nicht mehr einstellen, weil letztendlich, jetzt habe ich mich, jetzt bin ich so gewohnt an dieses ganze Nicht-Bauen und alles, dass ich da ehrlich gesagt gar keinen Sinn für finde, das jetzt einzustellen. So. Haben wir 2K nochmal bekommen. Fehlen noch 38k bis zum nächsten Level. 28. Ja gut, Sturmphasen. Ich glaube, es gibt keine 10 Sturmphasen in einer Runde, ne? Irgendwie sowas. Warte mal, wie sind gerade noch die. Ah gut, ich bin noch relativ gut dabei. Ich bin noch relativ gut dabei, ne? Was die Zone angeht. Gut, hier ist ein Pump. Da liegt. Was ist denn das? Ah, Pistole brauche ich nicht. Eine Sniper wäre ganz cool oder sowas. Eine Art von der Sniper wäre ganz geil. Das würde ich nämlich noch eher erfüllen. Davor? Achso, ja, nee. Ich zocke heute kein Minecraft. Ich zocke kein Minecraft heute. Gut, das heißt, ich muss nicht das mal aufkriegen. Zack, zack, zack. Es sind noch 28 Leute und ich habe jetzt schon 4 Kills. Das ist natürlich ja, gut. Aber ich gehe sonst mal nach. Ja, nach da. Einfach mal rüber. Schauen wir mal, ob wir da noch mal ein paar Gegner haben. Geht Joachim? Das war Joachim, aber. Hier ist aber auch irgendwie nix, ne? Nix los hier.
Trotzdem hole ich mal lieber die Shotgun. Beziehungsweise die Pumpgun. Und. Wer weiß, vielleicht haben wir ja hier gleich die ein oder andere unerwartete Überraschung eines expliziten Gegners. 25 Leute und ich lebe noch. Das ist sehr verlockend. Wegen sind du drinnen, du bist da oben drinnen. C4, wobei doch die, meine. Krass. Ist keine. Doch, da ist noch eine Kiste tatsächlich. Hier drin ist noch eine. Das hätte jetzt dick nach hinten losgehen können, ne? Schüsse, da sind wir dabei, da sind wir dabei. Von hinten auch, aber ich gehe zu dem da hinten. Richtung Tomato. Okay. Ich möchte auch ganz kurz anmerken, ich komme nicht aus dieser Zeit, also wo diese Season so, ich sage jetzt mal, richtig war. Oder es noch eben diese ganze Chapter 1 Geschichte war. Ich komme so aus der Zeit Chapter 2. Chapter 2 Season 7 ungefähr, oder beziehungsweise Season 5 glaube ich sogar. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ich bin mir gerade unsicher, wann ich genau angefangen habe. Ah, ich wollte gerade sagen. Also wie gesagt, erwartet nicht das krasseste Gameplay von mir. Gut gesagt. 6 Kills. Mit Bruder, we're gonna take you brother from a mother. So, gehen wir mal hoch hier, weil ich habe hier nämlich Schüsse gesehen. Da ist er und da ist er weg. Er geht safe zum Blue Drop. Wenn ich Glück habe, geht er wirklich zum Blue Drop und ich kann ihn irgendwie von hinten wegholen. Bleib stehen, bitte. Na nett abhauen. Michael. Aber wo ist der, der ihn angeschossen hat? Von wo kam der? Weg, die nervt nämlich gerade ein bisschen. Hä? Wo ist denn der Typ, der ihn gerade angeschossen hat? Mit mir zusammen. Und ne? I mean, weit kann er ja nicht sein, ne? Da ist er! Scheiße. Da irgendwas krasses. Ja, ein blauer AR. Ah, gut. Und hat eine krasse Pump. Aber die juckt mich jetzt eigentlich so relativ, sagen wir das auf gut Deutsch, gar nicht. Das ist doch noch geriftet, Alter. Scheiße. Hätte ja Glück haben können, ne? Was war denn da? Scheiße. Oh, aber wenn ich das gerade gesehen habe, haben ihn zwei Leute angeschossen, ne? Ey, ganz ehrlich, kack auf das Ding. Ja, wie gesagt, ne, ich habe ja gesagt, ne, erwartet nicht das gerade. Das kann
kann nicht wahr sein. Das ist jetzt. Nein, das ist gerade nicht wirklich passiert. Oh nee, ey. Oh nee, Alter. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, ne? Ey, bitte. Also das kann mir keiner erzählen, dass das gerade wirklich passiert ist. Naja, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold, it's lonesome.